Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe heute ein besonderes Anliegen und ich möchte wieder einen kleinen Aufruf starten, weil das hat ja das letzte Mal eigentlich super gut funktioniert und da kamen auch etliche Sachen rein. Und zwar, wir suchen dich. Wir suchen Unterstützung für unsere Werkstatt. Wir brauchen ganz dringend Mitarbeiter. Wir erweitern uns, das wisst ihr ja schon. Wir kriegen noch eine zusätzliche Halle und dafür brauche ich einfach noch Mitarbeiter. Und deswegen möchte ich rechtzeitig einen kleinen Aufruf starten und einfach über meinen Kanal hier mal vielleicht den ein oder anderen Anreiz schaffen, wenn sich jemand verändern möchte. Wir suchen keine bestimmte Berufsgruppe, sondern es kann ein Installateur sein, es kann ein Elektriker sein, es kann ein Schreiner sein, es kann ein handwerklich begabter Mensch sein, der Lust und Spaß hat an der Wohnmobiltechnik. Ich habe genügend auch Meister hier schon im Angestelltenverhältnis, sodass wir auch Wissen natürlich ohne Probleme weiterleiten können. Und wie ihr wisst, ich bin ja sowieso ein bisschen akribisch und somit müssen Dinge natürlich richtig sauber verbaut werden und ordentlich verbaut werden. Und wer daran Spaß hat, kann sich gerne jederzeit bei uns melden. Und ich würde mich natürlich ganz tierisch freuen. Jetzt schauen wir uns mal kurz das Umfeld an und dazu möchte ich euch nur ein bisschen was erklären. So, wir sind ein recht offener Betrieb, das heißt, hier ist unser Laden. Bitte nicht wundern, heute ist Sonntag, wie gesagt, hier ist alles noch dunkel. Und dann wandern wir hier rein zu uns in die Werkstatt. Aktuell natürlich etwas beengend, aber wir sind gut ausgestattet. Hier steht normalerweise immer ein Fahrzeug, da kommt auch wieder eins rein, gleich heute. Und dann wird da wieder weitergebaut. Dann haben wir hier unser Hebebühneplatz, wo dementsprechend viel verbaut wird. Und dann kriegen wir eben noch eine spezielle Halle dazu, wo auch noch vieles kommt. Hier oben hängt unser ganzes Werkzeug, hier sind die ganzen Arbeitsmittel als solches und jetzt machen wir hier so einen kleinen Rundgang oder Rundblick und da draußen haben wir unser kleines Lager mit unserer neuen Säge. Das wird natürlich alles noch schöner gemacht und aufgeräumt. Hier ein kleiner Elektroschrank und so weiter und so fort. Und genau für diese Arbeitsplätze suche ich natürlich händeringend noch eine Verstärkung, weil wir uns, wie ich vorhin schon angekündigt habe, erweitern wollen und natürlich noch dadurch mehr Mitarbeiter brauchen. Wir möchten schneller werden im Durchsatz. Wir möchten aktuell einfach mehr leisten können. Und ich möchte natürlich auch noch ein oder zwei oder drei, je nachdem, Arbeitsplätze schaffen. Ja, so schaut's aus. Dafür suchen wir euch, dich. Es würde mich freuen, wenn ihr euch angesprochen fühlt und vielleicht uns eine Bewerbung zukommen lasst. Darüber wären wir sehr glücklich. Ich glaube, wir sind ein sehr, sehr, wie soll man das sagen, entspannter Betrieb. Natürlich dürfen wir die Ernsthaftigkeit, die Arbeit nicht vergessen, aber wir haben auch sehr viel Spaß bei der Arbeit. Und bei uns gibt es immer was zu lachen und es ist einfach immer was los. Warum möchte ich erweitern? Weil natürlich die Wartezeiten sind aktuell wirklich an der Kante. Ich weiß das, mir ist das durchaus bewusst. Warum ist es so? Weil in Deutschland allgemein es immer schwieriger wird, Handwerker zu finden. Ich glaube, wer von euch mal einen Handwerker braucht oder sucht, Heizungsbauer, Maler, was auch immer,
der wird exakt diese Wartezeiten genauso in Kauf nehmen müssen. Es ist alles ein bisschen verändert in Deutschland. Es ist nicht mehr einfach so, dass man mal schnell zum Telefon greift und sagt, du, meine Heizung ist kaputt, kannst mal schnell vorbeikommen. Oder ich bräuchte mal kurz schnell einen Elektriker, weil da stimmt was nicht in meiner Hauselektrik. Es ist einfach nicht mehr so. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Liegt es daran, dass keiner mehr wirklich handwerklich arbeiten möchte? Liegt es an, ich weiß es nicht, an einen erhöhten Bedarf? Ich kann es wirklich nicht deuten, warum so ist. Ich weiß es nur, dass es so ist. Und natürlich ist es auch bei uns so. Und ich kenne ganz viele Unternehmen. Hier erst mein Nachbar, er ist Trockenbauer, händeringend sucht er Leute. Der könnte 18 Baustellen gleichzeitig machen, aber er kriegt keine Leute. Ich könnte auch viel mehr machen, aber ich kriege keine Leute. Also so ist die Schwierigkeit aktuell. Und es müssen ja auch Mitarbeiter sein, die Spaß an der Ware, Spaß an der Sache haben und auch mit Herzblut dabei sind. Und nicht einfach nur jemand, der halt von 7 bis 16 Uhr in die Arbeit möchte und dass er seine Zeit abdrückt und ein bisschen Kohle heimbringt. Sondern es muss schon Spaß machen. Ja, und daher halt diesen Weg des Aufrufes. Annoncen haben wir genug geschalten, genauso wie auf dem Arbeitsamt. Und wir werden jetzt auch noch auf unserer Homepage, das dauert allerdings nur ein bisschen, das ist gerade in der Mache, so eine Karriereseite einfügen, damit auch hier jederzeit jemand, ja, wenn er Lust hat, drauf reagieren kann. Und ich hoffe jedenfalls durch den Aufruf den einen oder anderen, ja, vielleicht inspiriert haben, der sich verändern möchte, der vielleicht was Neues sucht, um auch neue Herausforderungen einzugehen. Ja, das war es eigentlich schon heute am Sonntag, ein kleines kurzes Video. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Genießt, die Sonne ist da, es ist ein schönes Wetter. Und ich freue mich schon wieder auf kommende Woche mit vielen schönen Umbauten. Also, bis bald, macht es gut. Liebe Grüße aus Dinkelsbühl. Ciao, ciao.